Anspruchsvolle Hindernisse, spektakuläre Sprünge und das alles auf Zeit. Springreiten ist spannend und ein Publikumsmagnet. Immer wieder steht aber auch dieser Sport in der Kritik. Die Rede ist von unsauberen Methoden, damit die Pferde noch höher springen. Wir haben einen langjährigen Berufsreiter und Trainer gefragt, der anonym bleiben will. Ich habe in jungen Jahren da auch viele Dinge gemacht, wo ich auch nicht viel drüber nachgedacht habe, sag ich mal einfach so. Es gab früher so einen Stoff, ich weiß jetzt nicht, ob der nur vom Pferdesport kommt, der hieß roter Bliester. Das ist irgendwie zusammengemischt worden, keine Ahnung, was da alles drin war. Und dann gab es noch einen anderen Stoff, Phenalgon. Und also mit diesen Stoffen konnte man dann das ganz gut machen, dass man den Kronenrand vorne mit einer Wurzelbürste etwas angeraut hat, etwas sensibilisiert hat und dann das Zeug dann einmassiert hat und dann bandagiert hat über Nacht. Im ganz extremen Fall, wenn man es dann besonders heiß drunter haben wollte, auch noch eine Plastiktüte drum gemacht hat. Und dann hat man am nächsten Morgen die Bandage abgemacht, das gekühlt, damit es nicht weiter anspielt und ist dann damit Turnier geritten. Und natürlich hat das dann Effekt, kann man sich dann vorstellen, dass wenn dann eine Entzündung ist irgendwo an der Haut und man ratscht dann über eine Stange drüber, dann ist das ja nicht nur ein Dagegenkommen bei der Stange. In welcher Häufigkeit die Methode heute noch zum Einsatz kommt, ist unklar. Dr. Andreas Franzki ist Leiter des Arbeitskreises Pferde der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz und weiß, wie diese Behandlung auf die Pferde wirkt. Es wird die Haut sensibler gemacht und wenn es dann an die Stange kommt, hat es natürlich erhebliche Schmerzen, die dann entstehen. Und dieses will man sich eben zu Nutzen machen, dass man sagt, wenn das Pferd möglichst nicht an die Stange kommt und dann eben noch höher springt, als es eigentlich in dem Moment springen würde. Und das ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, ohne Frage. Der niederländische Springreiter Albert Vorn gewann Silber bei Olympia. Auch er hat früher den Trick mit der Salbe angewendet. Heute sieht er den Umgang mit Pferden im Springsport sehr viel kritischer. Es ist immer so, dass wenn man aus dem Parcours rauskommt und etwas geht schief, dass den Reiter mit den Hand und Spor und zum Pferd unfair hat ist, zum Beispiel. Und ja, das soll eigentlich nicht so sein. Aber wir haben es alle gemacht. Diejenigen gesagt, das habe ich nie gemacht. Turnierreiter, die bestehen nicht. Das besteht nicht. Das ist immer, wir haben das alle gemacht. Und das ist natürlich für ein Pferd unbequem, wenn wir mal die Sporen richtig reinstecken und in den Maul ziehen und so weiter. Über das Gebiss steuert der Reiter das Pferd, übt Druck auf Maul und Kopf aus. Wie unangenehm das Gebiss für das Pferd ist, hängt nicht nur von der Kraft ab, die auf den Zügel wirkt, sondern auch vom Gebisstyp, von seiner Hebelwirkung. Kräfte, die Reiter oft auch unterschätzen. Es sind natürlich sehr starke biodynamische Kräfte, die da ablaufen. Es ist natürlich für jeden auch zu sehen, dass gerade im Bereich des Maules des Pferdes der Unterkiefer und die Zunge sehr sensibel innerviert sind und dass da natürlich, wenn ich da Druck ausübe, der natürlich eine sehr starke Wirkung auch hat und das kann eben bis zum Schmerz oder bis zum Schaden eben gehen und das ist tierschutzrelevant. Ich war für ein Pferd so hart und so unfair, weil eigentlich alles, was wir machen mit den Pferden, geht um unseren eigenen Erfolg. Und wenn wir dann die Lösungen nicht haben, dann kommt es immer zurück auf das Pferd. Auch für Albert Vorn sind Pferde Nutztiere. Aber Nutztiere, mit denen man pfleglich umgehen sollte. Und die nicht zu früh im Hochleistungssport starten sollten. Eigentlich die Karriere von einem Springpferd geht von 10 bis 18 Jahre. Aber jetzt sieht man schon 8-jährige Pferde im Großen Preis und im Nationenpreis. Jetzt sind die mit 12 Jahren schon, weil die sind schon von 8 bis 12 aufgebraucht. Das Problem ist, dass Pferde immer früher in den Sport müssen. Zeit ist Geld, der Unterhalt wird auch immer teurer. Die Pferde müssen zu schnell zu viel Leistung bringen. Ein Monat kostet mindestens 1000 Euro. Und wenn sich das nicht rechnet, wächst der Unmut bei den Besitzern. Für Reiter und Pferd bedeutet das Leistungsdruck. Erfolge müssen möglichst schnell her. Es kommt darauf an, was das Pferd mit sich machen lässt. Es gibt Pferde, die sind hypersensibel, die verkraften das so schnell nicht. Die werden dann mit irgendwelchen Drogen und Beruhigungsmitteln vollgestopft. Bei Jungpferdeprüfungen spielen Tranquilizer eine ganz große Rolle. Da ist auch die Frage, ob es manchmal sogar besser ist für das Pferd.
Sogar Medikamente gegen Magengeschwüre sind bei deutschen und internationalen Turnieren zugelassen. Tierschützer bemängeln das, weil solche Regeln ermöglichen, auch mit einem kranken Pferd zu starten. Man muss sich immer abfragen, weshalb machen wir diesen Sport? Und dann sagt man, aus der Liebe für Pferd. Das ist natürlich der größte Blödsinn, den es gibt. Weil wenn wir wirklich ein Pferd lieben, dann machen wir da keinen Sport mit. Weil wenn, wie man sein Pferd liebt, muss ich nicht unbedingt eine Olympiade springen über Sprünge von 1,60 Meter und so weiter und so weiter. Pferdesport kann für Pferde eine tolle Sache sein und Pferde kann man gut motivieren und Pferde sind motivierbar, die machen sowas auch gerne, die springen auch gerne. Aber es ist immer das Maß der Dinge, was letztendlich da auch ein gewisses, gewisse Begrenzung sein soll. Und ich muss den Pferden eben auch die Möglichkeit geben, dass sie Pferd sein können, dass sie eben raus können, dass sie eben Erholung haben und dann kann man sie auch ganz gut motivieren, auch wieder Leistungen abzurufen. Ein Pferd ist kein Sportgerät, sondern ein Lebewesen, sagen Reiter häufig. Aber zu oft scheint das ein reines Lippenbekenntnis zu sein. Ja, kein einfaches Thema. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Und falls es mal Themen gibt, die ihr gerne mal auf diesem Kanal sehen würdet, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Kostenlos abonnieren dürft ihr natürlich auch, damit ihr nichts verpasst. Ansonsten, hier sind noch zwei Videos für euch. Jede Woche kommen neue Videos. Wir sehen uns also bald wieder. Bis dann.